Jesus spricht über Berufung, Fortschritt, Gefahr und Belohnung. 17. Oktober 2017. Worte von Jesus an Schwester Claire. Übersetzt und gesprochen von Jackie. Jesus begann: Es ist eine Zeit des Wachstums für meine Treuen. Viele Wellen der Dunkelheit haben euch immer wieder zugedeckt, aber ihr seid trotzdem wieder an die Oberfläche aufgetaucht, solide in meinen Versprechen an euch schwimmend. Ihr Lieben, dies war notwendig, um euch zu mäßigen und abzuhärten für die Schlacht. Die Versprechen, die ich euch gab, die Gaben und Berufungen, zu welchen ich euch gerufen habe, sie sind mit allerlei Gefahren übersät, und diese mächtigen, dunklen Wogen waren notwendig, um euch vorzubereiten. Sie waren nicht euer Ende, wie die Teufel versucht haben, es euch einzureden, sondern Lektionen in Sachen Ausdauer. Die Visionen und Versprechen, die ich euch gegeben habe, glühen immer noch stark in euren Herzen und sie halten euch aktiv, um den Versuchungen widerstehen zu können, aufzugeben. Ihr wisst, dass dies euer Ticket zur Erfüllung meiner Vision für euer Leben ist und ihr habt einige der heftigsten Schlachten eures Lebens gemeistert. Euer Glaube bringt euch immer wieder an die Oberfläche, nachdem die Monsterwellen über euch hinweggezogen sind. Euer Vertrauen in mich, dass ich das durch euch ausführe, was ich versprochen habe, und die Freude über die Berufung brennt immer noch stark in euren Herzen. Satan hat nicht gesiegt und ihr habt nicht aufgegeben. Wir klettern immer noch gemeinsam und ihr fangt an, eure Basis in eurer Berufung zu finden. Während ihr euren rechtmäßigen Platz in diesen Diensten für mich einnehmt, werdet ihr weiterhin nach Angriffen Ausschau halten müssen, welche mit Sicherheit kommen werden. Aber ebenso sicher werden wir sie überwinden und meine Pläne für das Königreich gemeinsam ausführen. Für viele von euch ist dies eine sehr heikle Zeit, während ihr anfangt zu fühlen, wie eure Berufung unter euch Gestalt annimmt. Es ist wichtig, diese kritischen Neuanfänge zu schützen, da der Feind fortfahren wird, euch zu bestürmen, um sie von euch zu stehlen, sofern ihr es zulässt. Der Schlüssel dazu ist, eure Augen auf mich zu fixieren und eure Mission in euren Herzen festzuhalten. Petrus konnte nur so lange auf dem Wasser gehen, wie er seine Augen auf mich fixiert hatte. Claire, du und andere waren versucht, auf die Dienste von anderen zu blicken und zu vergleichen. Dies veranlasste dich, in die Tiefe zu sinken. In genau dem Augenblick, wo dein Blick zu mir zurückkehrte und auf meine einzigartige Vision für dich, hast du wieder eine gewisse Balance zurückgewonnen. Und die Glut im Innern war wieder angefacht. Du musst dich erst noch ganz mit dem verbinden, wie ich dich nutzen will. Wenn du es aber tust, werden sich all deine vorgefassten Ideen eines Musikdienstes dramatisch verändern in einen Heilungsdienst. Ja, Heilung und Wiederherstellung von Seelen für mich. Dies wird in einzigartiger Weise deine Berufung sein und niemand sonst wird gleich sein. Es wird komplett einzigartig sein für dich. Bitte betrübe mich nicht mit deinem Unglauben. Du bist so fokussiert auf deine Mängel und auf vergangene Fehlschläge, dass ich dir nicht einmal ein prophetisches Wort geben kann, ohne dass du ungläubig zusammenzuckst. Was soll ich mit dieser Haltung anfangen?
Du hast zu vielen Dämonen zugehört und deine Gedanken wurden von ihrem Gift verunreinigt. Aber während du eindringst und anfängst, echten Fortschritt zu sehen, und er wird kommen, dann wird dein Denken sich meinem anpassen. Deine rettende Gnade zu dieser Stunde ist deine Liebe zu mir und der Wunsch, anderen zu helfen. Ja, die Salbung ist da, ganz egal, wie schlecht du dich über deine Mängel fühlst, und du wirst in die Höhe aufsteigen und sie in der tiefen Dunkelheit zurücklassen, wo sie hingehören. Was ich mit dem Aufsteigen meine, ist, dass du sehen wirst, wie sich deine Träume in deiner Musik offenbaren. Du bist ein Stück Arbeit, weißt du das? Du bist eine der am schwierigsten überzeugbaren, echten Gläubigen, zum Teil aufgrund der Lügner, die dich umgeben, und zum Teil, weil du Perfektion verlangst und dazu neigst, unverrückbar zu sein, was die Kritik an deiner Arbeit angeht. Dies wird am Ende zu wunderschöner Musik führen, aber für den Moment ist es eine Plage, mit dir zu arbeiten. Es tut mir leid, Herr. Da das nun gesagt ist, meine Lieben, seid nicht wie sie. Klammert euch an mich und kratzt das Erbrochene von euch und macht weiter. Ja, ich nutze jenes Wort, weil dies das Gift ist, mit welchem sie euch beschmieren, das kleben bleibt und weiterhin Lügen in euer Wesen brennt. Der Ausfluss der Dämonen ist Gift, der sich an den Gläubigen festklebt und Flecken des Unglaubens und Versagens in ihre Seelen brennt. Es ist weise, es an sie zu binden, wenn ihr um eine Befreiung betet. Sehr weise, wenn ihr meinen Namen nutzt, dann haben sie es am Hals und es vergiftet sie mit Unglauben in ihren schmutzigen Missionen. Es beeinträchtigt ihre Effektivität, und es macht jene wütend, die sie senden. Und was noch schlimmer ist, je stärker der Ausfluss, umso mehr beschädigt es ihre Effektivität. Sie kommen in einem schlimmeren Zustand zurück, als sie waren, bevor sie loszogen. Im Moment bitte ich euch nur, schützt die Vision und fangt mit der Arbeit an. Ihr werdet anfangs eine Atempause haben von den Angriffen. Seid aber wachsam, denn sie sind nur in einer Ruhephase, um ihren nächsten Angriff zu planen. Aber sie haben keine Chance, wenn ihr im Weinstock bleibt. Alles, was sie auf euch schleudern, wird scheitern. Ich habe euch gut vorbereitet und mit einem Anflug von Erfolg und Wachstum werdet ihr stärker und stärker werden, bis ihr voll in eurer Berufung tätig seid. Claire, ganz egal, wie kritisch du bist, meine Liebe, du machst wirklich Fortschritte. Dringe ein, dringe ein, dringe ein. Halte dich nicht zurück, beschwere dich nicht, noch rede negativ über dich selbst. Das ist in der Tat eine stinkende Windel, die ich nicht in deinem Herzen haben will, während ich dort bin. Ich habe endlose Stunden aufgewendet, dich in dem Weinstock aufzubauen, die Trauben fangen an zu treiben. Lass nicht zu, dass der Feind sie stiehlt. Redet nicht schlecht über euch selbst, Herzbewohner. Wisst ihr, dass die Engel, die euch zugeteilt sind, zusammenzucken, wenn ihr das tut? Nein, Herr, das wusste ich nicht. Nun, das tun sie. Sie sehen etwas ganz anderes an euch und jene Worte sind schädlich und verletzend. Also bitte, lasst keine solchen Gedanken zu. Es untermauert nicht eure Mission, sondern es zieht sie durch den Schlamm. Ihr seid nicht dumm. Ihr seid mit der Intelligenz von oben ausgestattet. Ihr seid nicht ungeschickt, ihr seid anmutig und charmant. All jene missbilligenden Ausdrücke
von euch sind Überbleibsel aus euren Teenagerzeiten und es sind alles Lügen. Nun genug gesagt, ihr seid wunderschön, jedes einzelne von euch, und ich empfange endlos Trost, indem ich jeden Tag bei euch bin und sehe, wie ihr mir ähnelt, in euren Gedanken und Gefühlen. Macht weiter, meine Geliebten, macht weiter. Ihr seid einigen ziemlich harten Schlachten begegnet. Es ist Zeit, dass ihr in eure Fülle kommt und die Belohnungen erntet, die ihr euch verdient habt.